Ach, dieser imbezile Dummfrosch. Ausstopfen wäre noch zu gut für ihn. Also die Funktion hat er ja gerafft, aber ich habe jetzt wirklich gar keinen Nerv dafür. Es gibt Minispiele, die sind einfacher, sag mal, für mich. Es gibt Minispiele, da habe ich keine Konzentration dafür. Ja, wie ist mir denn? Schlecht. Würde ich sagen. Ich glaube, der braucht Gegengift. Jetzt ist der hier. Warte mal, wollen wir ihm erstmal nicht das Gegengift geben? Das sieht man nicht so. Komm mal her, mein Kleiner. Komm mal her. McGonagall. Hier, nimm das. Dann geht's dir gleich besser. Du bist ein guter Mensch. Klar. Tollpatsch, aber gut, Herr. Warte mal. Boah. Quel douleur! Quel nief! Oje, was ist denn nun los? Aufhören! Bitte aufhören! Rückwirkend betrachtet stand ihm grün eigentlich auch nicht schlecht. Bitte aufhören! Und, geht's wieder? Schon, aber... Der hat jetzt richtig... Was für ein Teufelszeug hast du mir da gegeben? Ein bisschen mehr Dankbarkeit, ja? Ich habe dir immerhin das verpfuschte Leben gerettet. Ja, aber um welchen Preis? Was stimmt bloß nicht mit dieser Belüftungsanlage? Ja, können wir jetzt endlich wieder hoch. Dann können wir uns ja erstmal die VIP... Aufhören! Bitte aufhören! ...die Karte nehmen. Aber der ist ja jetzt eigentlich unmittelbar in unserer Nähe. Aufhören! Endlich. Bitte aufhören! Was denn jetzt noch? Ach, so dickes Eis. Oha, das Hochboot kommt. Jetzt heißt es, sich sputen. Das Hochboot kommt. Aufhören! Bitte aufhören! Okay, können wir jetzt... Von hier aus komme ich da nicht ran. Ach so, du bist ja schon wieder da, hinter den Koffer. Aufhören! Komm doch mal hierher. So, und jetzt drin da. Bau den da rein da. Aufhören! Bitte aufhören! Sensoren konnten dich nicht identifizieren. Aufhören. Falls du bitte ein Gehirnimplantat hast, komm bitte ein Stückchen näher. Schlitz. Ja. Sehr gute aufhören. Schlitz. Bitte aufhören. Und jetzt ja. Reinschieben. Hey, du da. Was treibst du hier? Wer? Ich? Ja, natürlich du. Oder siehst du hier noch jemanden, der hier nicht hin... Stillgestanden. Oberkontrollrad an Deck. Lassen Sie gut sein, Argus. Ulysses. Herr Inspektor, darf ich erfahren, was hier vor sich geht? Tja, wenn ich es wüsste. Lassen Sie das Gestammel und machen Sie sich gerade. Ich dachte, wir hätten besprochen, dass alles bereit ist, sobald ich ankomme. Das ist es auch. Bislang hatte ich den Eindruck, Sie seien ein zuverlässiger Mann, Cletus. Tun Sie sich einen Gefallen und zerstören Sie diesen Eindruck nicht. Sie wissen, die Hand meiner Tochter ist an Bedingungen geknüpft. Der Ältestenrat darf nie erfahren, dass Deponia bewohnt ist. Wo ist zum Beispiel Ihre Begleitung? Sie wollten sie mir noch vorstellen. Ach, meine Assistentin. Sie hatte noch was vergessen. Sie wissen ja, wie Frauen sind. Vergessen? Himmel, Cletus. Ich dachte, sie hat ein Gehirnimplantat. Sie haben für sie gebürgt. Aber eingeweiht ist sie doch bereits, oder? Ja, selbstverständlich. Komplett instruiert. Alles paletti. Kein Grund zur Veranlassung. Hoffentlich. Argus, sorgen Sie dafür, dass Argus, die Assistentin die Aufstiegscodes ins Implantat geladen bekommt. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Und haben Sie ein Auge auf die Zivilisten? Ich gehe nun duschen. Es wird wirklich Zeit, dass dieser Drecksplanet endlich gesprengt wird. Rühren! Was hat der nur gegen Deponia? Was ist los, Cleet?
geht es? Sie wirken nervös. Nervös ist gar kein Ausdruck. Gold stimmt der Verlobung nur zu, wenn sie mich begleiten darf. Nicht mal verlobt und schon unter dem Pantoffel. Ach, und das finden Sie lustig? Warum nicht? Sie werden es ihr ja hoffentlich wieder austreiben. Sie kennen sie nicht. Herrschaftszeiten, Kletus! Ulysses wird uns beiden... Ulysses darf nichts davon erfahren. Goal muss nur in ihrer Kabine bleiben. Solange sie keinen Deponianer zu Gesicht bekommt, ist alles in Ordnung. Es gefällt mir trotzdem nicht. Und wenn sie beim Überspielen der Aufstiegscodes ein Backup ihrer Erinnerungen machen, so könnten wir ihre Erinnerung bei Bedarf einfach wieder zurücksetzen. Später. Ein Backup von ihrer Bewusstseinsdatasette. Und von den Aufstiegscodes. Ja, das könnte funktionieren. Eine Woche da unten und schon stinkt alles nach Kot. Zum Glück ist bald Schluss damit. Und Goal kann auf einem saubereren Planeten leben. Ich hoffe, sie ist zu Hause. Einen Tag später ist er nicht mehr... Kot finde ich jetzt aber schon ein bisschen herzlos. Die Lautlosen sind nun mal die Schlimmsten, na und? Ja. Aber die waren ja laut. Okay, hier ist Terminal. Hier sieht schön aus, schön friedlich. Ne? Morgen sieht das wieder anders aus. Aber ja. Terminal. Ach du Kacke. Fahrstuhlcam. Achso. Fahrstuhlcam. Keiner da. Keiner da. Und jetzt? Keiner da. Und nun? Keiner da. Okay, keiner da. Ja. Dann können wir hier auch nicht weiter. Dann müssen wir wieder raus. Und gehen denn mal dahin durch die Tür, wenn jetzt hier nichts anderes weiter ist. Ja. Verdammt! Da muss ich mich wohl auf mein detektivisches Gespür verlassen, um Ulysses nicht über den Weg zu laufen. Oder ich folge einfach der engelsgleichen Stimme da, durch diesen Durchgang da vorne. Okay, machen wir mal Monsterfußpantoffeln. Was die Peter wohl dazu sagt? Da war mal mit. Ob die auch so eine Geräusche machen, wie bei Steve Urkel damals hier, diese Drachentreter da, diese Monsterdinger. Da hat er auch mal diese Geräusche gemacht, wenn er gelaufen ist mit diesen Monstertretern. Flügel. Oh. Der Elefant, der seine Stoßzähne für dieses Klavier gelassen hat, litt offenbar unter starker Karies. Fast jede zweite Taste ist schwarz. Gibt's denn hier keinen Zahnarzt? Ich nenne es Etüde für Goal in A7 oben kariös. Haben die jetzt bloß alle mit ihrem Zahnarzt? Das ist ja eklig. Kohlenzange. Die erinnert mich an meinen letzten Zahnarztbesuch. Ich hatte einen Bohrer und etwas Lachgas mitgehen lassen. Am nächsten Tag wurde ich aus dem Kindergarten geworfen. Das hat man davon. So, Bilder, oh. Goal hat nie erzählt, dass sie mal eine Zahnspange getragen hat. Schrill. Warum sollte sie davon erzählt, wenn sie zu 90% des Spiels immer ohnmächtig ist? So. Hier können wir gleich durch. Dann wird nochmal hier, da. Können wir hier hoch? Nein, hier können wir nicht hoch. Gut. Bin hier durch. Klopf, klopf. Darf man eintreten und beim Duschen stören, meine bezaubernde... Silhouette eines alten, nackenbehaarten Mannes. Hey Dad! Ich wollte mit den anderen für ein paar Tage auf den schwebenden Gärten zelten. Nur zu! Solange du nicht wieder die Parkwächter zu Musikdatasettenspielern umprogrammierst. Du bist der Beste! Ciao! Oh, nicht doch! Scheibenkleister! Ich habe sie verpasst!
Hey, wer ist da? Was haben Sie hier verloren? Zimmerservice. Ein Klon? Sind etwa die Dienstbots wieder defekt? Ja, es grassiert gerade eine Robokulose-Welle. Sehr ansteckend. Auf Ebene 5 husten sogar schon die Toaster. Ist das so? Ach, egal. Bringen Sie meinen Helm in die Reinigung und verschwinden Sie. Sehr wohl. Ach Gott, ey. Oh, die haben hier den Helm von ihrem Vater. Gänsehaut. Ob das bereits die Verlockungen des potenziellen Amtsmissbrauchs sind? Nimm mit. Auch mal selber. Peter. Olysius heißt er ja. Wie lange will er denn noch duschen? Das gibt doch Schrumpelpumpelhaut. Ja, besser zum Elefantenwirt. Nee, Klo! Nein. Wie schönes Klo. Ein richtiges luxuriöses Klo mit einem goldenen Deckel und weißer Porzellanschüssel und silbernes Klopapier und Ich bin am Ziel und es ist noch viel schöner, als ich es mir in meinen feuchtesten Träumen ausgemalt habe. Komm, sei El Bandi. Na, er macht nicht weiter da. Kann man hier irgendwas machen mit dem Klo? Monsterfußpantoffel? Zange? Ist hier wirklich nichts weiter? Warte mal, nee, hier ist nichts weiter. Aber ich kann da bestimmt irgendwas mit dem Klo machen. Reparieren? Hä? Wieso? Das ist doch noch gut. So, naja, weil da eine Schraube ist. Vielleicht den Olysses-Helm da reinschmeißen. Hä? Wieso? Das ist doch noch gut. Ach, der ist doch scheiße. Dieser Helm. Kann ich die eigentlich anziehen? Hä? Nein, nicht Wieso? Du. Naja, das ist doch noch gut. Nicht das Klo, du. Ach, Rufus, komm doch mal her. Was die Peter wohl dazu sagt? Okay, Peter, keine Ahnung. Wer Peter ist. Klavier, kann ich nichts machen oder kann ich das reparieren oder wie ist das so? Das Flügel. Das Flügel, der Flügel, die Flügel. Sag mal, das war Fist, du Banause. Ich hab ja hier ein Zeitdingens. Was ist das hier? Ich muss zurück. Was sind das? Ja. Aha, so ein Reinfall. Keiner da. Wie ist er jetzt? Ja, dann geh zurück, ab im Fahrstuhl. Was, Gegengewicht? Was soll das jetzt sein hier? Ältestenrat, Habitat-Tring, Handzone, Chillout-Zone, Lehrersteckplatz, untere Schleusen. Ach so, da kann ich mit. Ist ja geil. Kann ich denn hin? Ich geh da mal raus. Das war jetzt so die Zeit mit dem Fahrstuhl, ne? Ich blick mal hier nochmal hin. Ach Gott, wie süß. Ein Tanner und eine Henna. Was macht die da eigentlich? Sind die stoffverrückt oder was? Das Viertel geht wirklich langsam den Bach runter. Ja. Wollen wir noch einmal Turtelgrau probieren? Aber Schatzi Spatzi, wir hatten doch schon gesagt, dass uns das zu duster wird. Vielleicht holt ihr noch eine Expertenmeinung ein. Huch, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Tja, ich bin wieder Klimawandel. Aber ihr könnt mich auch Rufus nennen. Du bist ja ein richtiger Spaßvogel. Ich bin Henna. Und das dort ist mein Mann Tanner. Wir sind die neuen Nachbarn. Wir haben ein kleines Problemchen mit unserem Nestbau. Wir finden einfach nicht die richtigen Gardinen. Die Weichkopf-Memmschals haben diese tollen Früheinfädler. Aber das Muster ist uns zu wenig Biedermeier.
Die Hängeschwanz-Schlafflappen hingegen sind schön kleinkariert. Dafür darf man sie nicht warm duschen. Tja, mit der Ehe kommt die Krise. Ach nein, nichts kann unsere Liebe überschatten. Außer vielleicht die richtigen Gardinen, wenn wir sie für ein Schmusi-Wusi-Stündchen zuziehen. Boah, wie wär's mit Gänsehaut? Die kriege ich nämlich, wenn ich die beiden so reden höre. Gänsehaut gibt es leider nur in den Farben Einhornkotze und Schleimbeutel. Vielleicht müssen wir uns doch noch weitere Muster kommen lassen. Ich weiß nicht. Ich finde, die Auswahl passt zu euch. Tja, Rufus, bei sowas kriegst du Gänsehaut. Fehlt dir anscheinend, ne? Mit Goal. Und, kommt ihr voran? Ist das nicht egal, solange wir uns lieben? Stimmt. Ich könnte noch Ewigkeiten mit dir Gardinen aussuchen, Henna. Ach, Tenna. Das hast du schön gesagt. Ich wünschte, wir hätten noch mehr Muster. Ach, ihr seid ja sowas von randständig. Oh mein Gott. Dann holt euch noch mehr Gardinen in anderen Mustern, dann hängt das hier ab, dann hängt das da ab und so. Und dann habt ihr eure Beziehung. Kann man da rein? Halt, zurück. In eurer Beziehung die ganze Zeit was mit Gardinen zu tun. Hängt euch eine Gardine selber um und guck mal, hier am Fenster, da am Fenster, gut, ist normal bei Gardinen. Aber denn hier am Balkon wollen sie das noch machen? An der Tür hängen Gardinen? Naja, dann halt da noch eine Gardine, wo Rufus steht. Überall Gardinen. Dann sieht man die nicht beim gewissen Ding. Hier nochmal ein Gold Zabib. Also hier habe ich einen Flügel jetzt mitgenommen, kann ich das umstimmen? Nochmal spielen? Ich nenne es... Okay. Also ich habe jetzt eine White Key, eine Monsterfußpantoffeln und seinen Helm. Okay. Zange ist auch weg. Und jetzt kann ich zum Fahrstuhl. Den gebe ich weg. Ältestenrat haben... Das war aber kein schöner Ton. Probier's nochmal. Das war aber kein schöner Ton. Probier's nochmal. Hier mit dem. Felix. Wie soll ich denn? Das war aber keine schöne Melodie. Du musst dir schon mehr Mühe geben. Ja, mit dem Reiki. Da hängt man Dinge auf, die eine Schlaufe haben. Kleiner Tipp, die Zeit ist es nicht. Ja, ich weiß. Ronny! Du schon wieder? Kennen wir uns Ach, noch jetzt nicht? Geht's, oder was? Das müssen wir ändern! Stell es auf die Liste, ganz hinten hin. Oh, so griesgrämig. Dabei ist so ein wunderschöner Tag. Und wenn du nicht weißt, wo du dich zuerst amüsieren sollst, kein Problem. Ich kann dir alle Fragen beantworten. Super. Frage 1. Gibt es hier auch ein Interface, das mich nicht zulabert? Das ist Elysium. Hier gibt es alles, was du dir wünschst. Du musst einfach nur den Schlegel nehmen. Was denn für ein Schlegel? Oh je, da hat doch wieder so ein Hallodri den Schlegel geklaut. Mach nichts, dafür bin ich ja da. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Fun-Zone vor. Nein, ich muss schleusigst zu den Schleunen. Schleunigst zu den Schleusen. Na, die sind ja heute extrem beliebt. Los geht's! Ach du dicker Vater, das Hochboot hat bereits abgelegt. Was mache ich denn jetzt? Willst du meinen Vorschlag hören? McChronicle, was machst du denn da immer noch in den Schächten? Mich nicht einmischen. Du bist so langweilig, Mac. Wir sind hier im Paradies und du steckst deinen Kopf in den Sand. Okay,
Vielleicht ist Goal nicht mehr hier. Aber sie kommt ja zurück. Und so lange habe ich zwei Worte, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Fun Zone. Bist du irre? Du müsstest auf Deponia sein und die Welt retten. Wozu Deponia? Der ganze Sinn und Zweck meiner Enqueten lag doch darin, nach Elysium zu kommen. Um Deponia zu retten, muss ich nichts weiter tun, als beim Ältestenrat vorzusprechen. Sieh es ein, dies ist eine Abkürzung zu meinem wohlverdienten Happy End. Und ich brauche mich dafür nicht einmal in den Tod zu stürzen. Aber... Aber, Rhabarber, wenn du mich suchst, ich bin in der Fun Zone. Willkommen in der Fun Zone! Sammle 10, wähle eine und vorab... Ach so, ist halt 10.000. Oh Gott, 10.000. Oh Gott, oh, schreckt mir doch nie. Egal. Weiß ein bisschen zu langsam. Mann! Ich, also die Linke ist hier ein bisschen blöder. Ah, da. Bäm. Ja. Da. Mann, da bis man hier irgendwas gefunden hat, ey. Ach, Mann, hier. Da. Ach, ich bleib hier einfach. Ich feuern. Na, wo sind die denn? Sag mal, geh doch mal rechts, wenn ich hier rechts bin. Oh, das Bad-Bälle-Dingsen, ey, das ist dumm. Warte einfach, bis hier auf der Göre auftaucht. Nein, hier! Oh, geh doch mal. Ey, wenn ich nach rechts gehe, geht der auf Feuer. Mann, bleib hier, du Göre. Meine Kacklaune hier. Bäm. Endlich. Ich muss jetzt hier auf 10.000. Können Sie mir doch nicht antun. Luban. Ach so. Der lacht nicht. Aber dann sind wir schon auf 4.000. Golf, ach nee. Wie ging das jetzt? Habe ich jetzt auch überhaupt nicht gesehen. Golf. Nee. Ich muss, glaube ich, direkt mit da, oder? Okay. Blöde ist, ich verliere auch wieder Funny-Punkte hier. Am besten wäre, oder? Ich mach das da, wo dieser komische Pfeil ist, hingeht da. Nein. Aber knapp. Ja, vielleicht war's ohne. Hab ich's jetzt geschafft? Na, endlich. Warte, ich habe immer noch 4853. Ja, dann hat es hier. Achso, kannst du verlassen? Kannst du verlassen? Ach nee, komm. Okay, dann. Ja, gut.
Oh, was? Ein Punkt noch. Ich finde, du übertreibst es etwas. Man kann den Fun nicht forcieren, Alter. Du? Ich glaube. Einfach? Nicht genug. Warum gibst du nicht einfach auf und genießt den Tag? Weil ich das schon gemacht habe. Ich muss 5000 Punkte. Ey, ein Punkt, ey, krieg kleine Krise. Ja. Ich habe sie schon wieder verpasst. Hey, wer ist da? Zimmerservice. Die Dienstbots haben. Muss länger pupsen, Lei. Na, wenn das so ist. Bringen Sie meinen Helm in die Reinigung und verschwinden Sie. Okidoki.